Das Pferd. Vom Wildtier zum Moneymaker. Wetten in Hongkong, ein Milliardengeschäft. Europas letzte Wildpferde. Die Grenzen der Pferdechirurgie. Mädchen und ihre Pferdeliebe. Außerordentlich wohnlich und brauchbar und schön nannte Rainer Maria Rilke das Schlösschen Berg bei Zürich, in dem er knapp ein Jahr wohnte. Heute beherbergt das Schloss eine Pferdezucht für Vollblut-Araber, mitunter die erfolgreichsten der Schweizer Turf-Szene. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim Magazin der Neuen Zürcher Zeitung. Mit Pferden ist heute gut Geld verdienen, in der Zucht, im Sport und beim Wetten an Pferderennen. Nirgendwo wird aber so viel Geld eingesetzt wie an den Pferderennen in Hongkong. Nutznießer dabei sind aber nicht nur die Wettenthusiasten, sondern auch soziale Randgruppen, wie unser erster Bericht zeigt. Start zum Jia Tin Derby, dem ersten Höhepunkt einer neuen Saison des Royal Hong Kong Jockey Clubs. An 70 Rennnachmittagen und Abenden ertönt in Hongkong 500 Mal die Startglocke. Im Schnitt 45.000 Besucher locken die Pferderennen an die Rails. Leidenschaftliche Besucher. Die Leidenschaft hat einen Namen: Geld. Der sprichwörtliche asiatische Spieltrieb wird nirgendwo so exzessiv ausgelebt wie bei Hongkongs Pferderennen. Mit einem jährlichen Wettumsatz von 12 Milliarden Schweizer Franken ist der Jockey Club das weltweit größte Wettbüro. Für das Wohl der Pferde und des wettbegeisterten Publikums sorgen 5.000 Festangestellte und 12.000 Teilzeitmitarbeiter des Clubs. Sie garantieren der Hongkonger High Society ebenso wie dem Fußvolk auf der Tribüne beste Unterhaltung. Der Jockey Club ist seit Jahrzehnten eine wichtige gesellschaftliche Adresse. Erstens sind Pferderennen die wichtigste Sportart in Hongkong. Wir haben keine Fußball-, Rugby- oder Cricket-Liga. Zweitens ist unser Club ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Wir bestreiten mit unseren Steuerabgaben 9% des Regierungsbudgets. Und drittens, der Jockey Club gibt sehr viel Geld für karitative Projekte aus. Und alle schätzen dies. Aus dem Hongkonger Alltag ist der Jockey Club nicht wegzudenken. Das tägliche Leben richtet sich in der Rennsaison von September bis Mai nach dem Rennkalender des Clubs. Die 6 Millionen Einwohner von Hongkong gehen hektisch ihrer Arbeit nach. Aber mittwochs und samstags haben die Rennen Vorrang. Und es lodert die Wettleidenschaft. Wer sich trotz Wettfieber das Essen schmecken lassen will, braucht sich nicht zu beeilen. Im gesamten Territorium unterhält der Jockey Club über 130 Wettbüros mit 2000 Annahmeschaltern, an denen pro Renntag rund 4 Millionen Karten abgegeben werden. Die Hälfte aller Wetten, pro Jahr also 6 Milliarden Schweizer Franken, werden so außerhalb der Rennbahn in den Quartieren Hongkongs platziert. In Sam Sui Po, einem typischen Quartier in Kowloon, stehen die Arbeiten an einem Schulhausneubau vor dem Abschluss. Auch hier ist der Jockey Club omnipräsent. Hat er diesen Neubau doch mit einer Spende von 25 Millionen Hongkong-Dollar, rund 6 Millionen Schweizer Franken, ermöglicht. Die neuen Räumlichkeiten für 160 schwerstbehinderte Kinder der Lokyan-Schule sind ein Resultat der vielfältigen karitativen Aktivitäten des Jockey Clubs. Der Verein, der gemäß Statuten keinen Gewinn erzielen darf, hat allein in den vergangenen 5 Jahren Schulen, Spitäler, Altersheime und Freizeitorganisationen mit über 1 Milliarde Schweizer Franken unterstützt. Die Kinder der Lokyan-Schule werden zwar immer pflegebedürftig sein, aber diese Pflege gestaltet sich künftig einfacher. Unsere Schule ist jetzt noch im Flügel eines Krankenhauses einquartiert und alles ist sehr eng. Wir sind sehr glücklich über die Spende des Jockey Clubs für den Neubau, denn nun haben wir bald viel größere, auf unsere Bedürfnisse maßgeschneiderte Klassenzimmer. Neben den Kindern der Lokyan-Schule mit ihren 25 Lehrern profitieren jährlich nahezu 200 Projekte von den Spenden des Jockey-Clubs.
Das ist in Hongkong, der Metropole des schnellen Geldes, auch nötig. In der Hektik des Alltags und des täglichen Wettrennens ums Geld gehen die Bedürftigen unter. Die Mobiltelefone, Hongkong weist mit einem Telefon auf 20 Einwohner weltweit die höchste Dichte auf, werden nicht nur zum Geldverdienen benutzt, auch gewettet wird per Telefon. Über 600.000 Wettkontoinhaber nutzen diese Möglichkeit. Im Telebet-Center des Jockey Clubs, der größten Telefonzentrale der Welt, gehen pro Renntag über 500.000 Anrufe ein, die mit 400 Millionen Hongkong-Dollar rund ein Drittel der Gesamtwettsumme aufbringen. Das schafft nicht nur Arbeitsplätze für 2000 Telefonistinnen, sondern schöpft Mittel für gemeinnützige Projekte. Hongkong ist kein Wohlfahrtsstaat nach europäischem Muster. Deshalb sind Behinderte, Kranke, alte und arme Menschen auf Hilfe angewiesen. Der Jockey Club unterstützt diese pro Jahr mit na so circa 1 Milliarde Hongkong-Dollar, also mit rund 140 Millionen amerikanischen Dollar. Die größten Nutznießer dieser Pferderennen sind natürlich die Wetter selbst. 10 Milliarden Schweizer Franken werden als Gewinnsumme übers Jahr ausbezahlt. Verständlich, dass die Spannung die Gemüter in Wallung bringt. Viel ruhiger geht es in Chilin, einem buddhistischen Kloster, zu. Eben wurde ein Neubau fertiggestellt mit 38 Millionen Hongkong-Dollar seitens des Jockey-Clubs. Ein Altersheim für 180 alleinstehende Frauen. Wer nicht den vergangenen Tagen nachsinniert, kann sich im Alters- und Pflegeheim, das von Nonnen gemeinsam mit städtischem Pflegepersonal geführt wird, anderweitig betätigen. Beispielsweise in der Rollstuhl-Tanzgruppe, die für ein Alterstanzfestival probt. Applaus nicht nur für die eleganten Tanzschritte, Applaus auch für die Frühaufsteher. 1000 Rennpferde, allesamt im dreistöckigen Stallungsgebäude des Jockeyclubs untergebracht, wollen bewegt und trainiert werden. Denn auch bei den Pferden steht viel Geld auf dem Spiel. Spitzenpferde teilen sich die jährliche Preissumme von 300 Millionen Hongkong-Dollar und bringen es in ihrer Rennkarriere problemlos auf ein Preisgeld von mehreren Millionen Schweizer Franken. Da lohnt sich die sorgsame Pflege der Cracks, inklusive Bad im Pferdeswimmingpool. Die Pferde sind größtenteils im Besitz von Privatpersonen, die gemäß Statuten des Clubs in Hongkong wohnen müssen und nicht mehr als 3 Tiere ihr eigen nennen dürfen. Dank der Renn- und Wettleidenschaft der Hongkonger genießen auch die Jockeys hohes Ansehen. Vor allem für die Presse sind sie ein wichtiges Thema. Keine Überraschung, dass sie sich primär für die Rennen interessieren. Nun gut, die karitativen Aktionen des Clubs berühren mich wenig. Ich bin Profi und ich mache hier meinen Job. Nur manchmal, ja, da gehe ich an ein Showspringen. Die Kapelle spielt auf zum wöchentlichen Rennen und Wettvergnügen. Pferderennen sind ein gesellschaftliches Muss. Man trifft sich auch zum gemeinsamen Tête-à-Tête. Aber wie werden die Hongkonger ihre Spielleidenschaft ausleben, wenn die britische Kronkolonie 1997 ans kommunistische China fällt? Wir haben sehr gute Kontakte zu Peking. Und die Regierung dort versteht sehr gut, wie wichtig die Pferderennen für Hongkong sind. Und wie alle hier in Hongkong glauben wir an die Zukunft. Wir bauen, wir investieren und sind generell sehr zuversichtlich. Die Reichen und Superreichen werden sich weiterhin beim Pferderennen treffen, auch wenn der Royal Hong Kong Jockey Club ab kommendem Jahr, Konzession an die zukünftigen Machthaber, nur mehr Hong Kong Jockey Club heißen wird.
Vom hektisch quirligen Hongkong und dem königlichen Jockey-Club, der bald nicht mehr ganz so königlich sein wird, zu einer anderen Adelsgeschichte. In Westfalen unterhält eine Familie aus dem deutschen Hochadel ein außerordentliches Gestüt. Nicht nur ein Paradies für Pferde, sondern auch für Verhaltensforscher. In der Nähe der westfälischen Kleinstadt Dülmen, an der Peripherie des Ruhrgebietes. Hier, mitten in Deutschland, hat sich das wohl größte Wildpferdegestüt des europäischen Kontinents erhalten. Rund 300 Tiere zählt die aus Stuten und ihren Fohlen bestehende Herde. Seit 1956 kommt ein Mann immer wieder hierher, der einen großen Teil seiner wissenschaftlichen Laufbahn dem Studium dieser Pferde gewidmet hat. Klaus Zeeb aus Freiburg im Breisgau, Tierarzt und Professor für Verhaltensforschung. Er gilt als einer der führenden Pferdeexperten. Wichtigstes Arbeitsgerät, eine Videokamera. Seine Aufnahmen ermöglichen ihm, das Verhalten der Pferde später zu Hause in Ruhe zu studieren und seinen Studenten anschaulich zu vermitteln. Je dichter sich der Abendnebel ballt, desto mehr Gewirr ist zu vernehmen. Es ist davon auszugehen, dass die Tiere sich in den Stimmen erkennen. Denn das ist ja zum Beispiel für das Fohlen in der großen Herde die einzige Chance, schnell zu seiner Mutter zu finden, entweder wenn es Durst hat und ans Euter will, oder im Gefahrenfalle, dass sie sehr schnell wieder beieinander sind. Weil jetzt die Optik nicht mehr so gut funktioniert infolge des Nebels und die Gerüche auch intensiver werden, ist die Fluchtbereitschaft der Pferde wesentlich größer, als das noch vorhin der Fall war. Das heißt, auch ihr Ausweichabstand ist größer. Und sie umgehen uns weiträumig im Bogen. Wenn wir irgendwelche komischen Bewegungen machen, so sind sie auch sehr viel schneller bereit, wegzustieben im Trab, um auf einen größeren Sicherheitsabstand zu gehen. Am nächsten Tag. In Gruppen bewegen sich die Pferde zur Tränke. Jedes Pferd gehört einem Familienverband von 6 bis 30 Tieren an, in dem es einen ganz bestimmten Rang einnimmt. Während jeweils ein, zwei Familien ihren Durst stillen, warten die anderen, bis die Reihe an ihnen ist. So verringert sich die Zahl der Auseinandersetzungen. Hier wird das differenzierte, angeborene Sozialverhalten der Pferde besonders deutlich. Die Tränke ist deshalb auch für Professor Zeeb ein idealer Ort, um die Tiere zu studieren. Die ranghohen Pferde haben an der Tränke Vortritt. Eine gewisse Narrenfreiheit genießen nur die Fohlen innerhalb ihres eigenen Familienverbandes. Im Allgemeinen stehen die alten, erfahrenen Stuten rangmäßig an der Spitze. Erkranken sie allerdings oder verletzen sich, fallen sie in der Hierarchie zurück. Die Rangordnung bleibt also immer im Fluss. Man stellt sich dieses Erstellen einer Rangordnung immer vor, dass das mit Kämpfen, mit Beißen und mit Schlägen und mit Geschrei stattfindet. Das gibt's natürlich auch. Aber im Wesentlichen, und das ist hier ja auch sehr schön zu sehen, finden diese Dinge im Kleinen statt. Die Zurechtweisung durch zurückgelegte Ohren, das Wegdrücken von einer bestimmten Position, das nicht in der Nähe dulden oder umgekehrt das in der Nähe dulden. Das sind die tausend kleinen Dinge des Alltags, die eigentlich dann zu einer solchen Position führen. Und nur zwischen echten Rivalen kommt es eben dann auch mal schließlich zu einem ernsthaften Kampf mit Beißen und mit Schlägen. Die Hengste leben getrennt von den Stuten und ihren Fohlen. Von Mai bis August kommt einer von ihnen als Deckhengst in die Herde. Sie legen die Rangordnung mit anderen Mitteln fest. Innerhalb ganz kurzer Zeit setzt jeder der Hengste obendrauf den eigenen Kot zum Zeichen, ich bin doch der Stärkste, ich bin doch der Beste. Kotduelle nennt das der Verhaltensforscher. Der Ranghöchste der Hengste ist meist auch derjenige, der dann als Deckhengst zum Zug kommt. Die Wildpferde leben auf einem 3,5 Quadratkilometer großen eingezäunten Privatgrundstück, Teil der sogenannten Herzog von Creußschen Domänen. Der Familie aus dem deutschen Hochadel ist der kostspielige Erhalt der Herde Anliegen und Pflicht zugleich. Denn diese Tradition reicht bis ins frühe Mittelalter zurück. Diese Pferdeherde lässt sich zurückverfolgen
bis 1360 ist es auch urkundlich nachweisbar, dass diese Pferde hier gelebt haben. Sie sind dann in der Mitte des 19. Jahrhunderts eingezäunt, um sie vor dem Zugriff des Menschen zu schützen. Sie waren damals arg bedrängt. Und ein Vorfahr hat sie dann hier ihnen ein Reservat gegeben, auf dem sie bis heute leben, ununterbrochen. Sie sind das ganze Jahr über durch die Natur selektiert und stellen somit eine sehr gesunde und robuste Pferderasse dar. Die Bedeutung in der heutigen Zeit ist es, ein ursprüngliches Genmaterial zu erhalten, was eben naturselektiert ist, was sicherlich auch irgendwann in der Pferdezucht mal wieder Bedeutung haben wird. In der warmen Mittagszeit ziehen sich die Tiere in die umliegenden Eichenwälder zurück. Sie ruhen sich aus oder widmen sich der Hautpflege. Im Wald finden sie auch Schutz vor widriger Witterung. Stallungen gibt es nicht. Auch sonst bleiben die Dülmener sich selbst überlassen. Mit Geburt und Krankheiten müssen sie selbst fertig werden. Kein Mensch, auch kein Tierarzt, soll den Prozess der natürlichen Auslese beeinflussen. Trotzdem erreichen viele hier das für Pferde biblische Alter von 30 und mehr Jahren. Wenn wir nun hier durch die Wildbahn marschieren und uns die Pferde betrachten, dann merken wir sehr schnell, dass es nichts Schlimmeres gibt, als ein Pferd einzeln zu halten, ohne Kontakt zu seinen Artgenossen. Denn was hier ständig passiert, ist, dass die Pferde Kontakt miteinander aufnehmen. Das heißt, die Pferde sind in der Lage, durch Ausdrucksverhalten dem anderen mitzuteilen, was er soll und was er nicht soll. Und außerdem regelt es natürlich den gesamten Verkehr im Sozialverband. Wir sehen ja, wenn wir uns mal einen Augenblick verweilen, da kommen so 10, 15 Pferde aufgereiht wie die Perlen an der Schnur auf einem Wechsel, das heißt auf einem Trampelpfad, eins hinter dem anderen daher. Wenn man die genauer kennt, weiß man, dass das auch in einer bestimmten ranglichen Reihenfolge passiert. Und die Pferde haben ständig Kontakt miteinander, auch wenn sie weit weg sind. Das zeigt eben, wie ausgeprägt das Pferd ein Herdentier ist, das eben sehr hohe soziale Ansprüche hat. Und die kann man natürlich keinesfalls in der Einzelbox, sogenannten Hochsicherheitstrakt, befriedigen. Die Dülmener sind ein heute fast schon archaisch anmutendes Überbleibsel aus einer Zeit, als Pferde auch in Europa noch in freier Wildbahn leben konnten. In der freien Wildbahn sind Pferde, die sich verletzen, nicht lebensfähig. Brechen sie sich Knochen, so bedeutet das ihren sicheren Tod. Nicht so in der modernen Tierchirurgie, wo solche Verletzungen heute behandelt werden können. Die Veterinärmedizin erspart damit so einem manchen Pferd den Gang ins Schlachthaus. Sportmedizinisches Leistungszentrum, Tierspital Zürich. Rund 50.000 Pferde werden allein in der Schweiz gehalten, Tendenz steigend. Viele werden im Sport eingesetzt, müssen Hochleistungen erbringen und sind entsprechend wertvoll. Pferde, welche Knochen gebrochen haben bei irgendeinem Anlass, können wir heute wieder behandeln, die Knochen fixieren, dass die Tiere anschließend wieder unter Umständen sogar für den Sport gebraucht werden können, was früher nicht unbedingt der Fall war. Also hier ein wesentlicher Fortschritt. Die wenigsten Pferde werden gegen Unfälle versichert. Das ist sehr teuer. Für die Operationskosten muss also ihr Besitzer aufkommen. Entscheidet er sich aber für den Gang ins Schlachthaus, winkt ihm Geld vom Erlös des Fleisches und von der Todesfallversicherung, so er eine hat. Beim Menschen stellt man die Frage nicht, lohnt es sich noch, etwas zu fixieren, etwas zu operieren. Da wird es einfach gemacht aus ethischen Gründen. Beim Pferd kommt die Frage natürlich schon auf, lohnt sich das noch? Wenn wir nun diese Fraktur behandeln, haben wir eine Chance, dass das Tier anschließend schmerzfrei rennen oder sich bewegen kann. Je nach Schwere der Fraktur kosten die aufwendigen Behandlungen allemal 3.000 bis 4.000 Franken und mehr. Die Injektion von Anästhesiemitteln lässt das rund 700 Kilo schwere Tier rasch zu Boden gehen. Es wurden gewaltige Fortschritte in der Anästhesie erreicht.
Das Ziel in einer Anästhesie ist es ja, das Pferd so leicht wie möglich zu anästhesieren. Das heißt, dass es nicht in einen tiefen Schlaf fällt, sondern nur in einen Schlaf, der es ihm verunmöglicht, die Schmerzen zu spüren, die man ihm verursacht. Im Weiteren müssen wir klar sehen, das Pferd auf einem Tisch liegend in einer fremden Umgebung ist nicht unbedingt, was es freiwillig machen will. Also das ist eine ungewöhnliche Situation für ein Pferd. Und wenn es nur halb wach ist, dann möchte es aufstehen und wegrennen, denn es ist ein Fluchttier und das ist die einzige Waffe, die das Pferd hat. Professor Auer, eine Kapazität auf dem Gebiet der Pferdechirurgie, betritt den Operationssaal. Ein letzter Blick auf das Röntgenbild. Die Anästhesistin kontrolliert, ob das Pferd auch tief genug schläft. Dann ist, wie bei jeder Operation, höchste Konzentration angesagt. Der Knochen beim Pferd ist sehr hart. Das ist eine harte Arbeit, beim Pferd eine Fraktur zu behandeln. Vor allem, wenn wir 30, 40 Schrauben einbringen müssen in einen Knochen. Da weiß man, was man gemacht hat. Und anschließend müssen wir die Finger einzeln von den Bohrmaschinen nehmen, denn die sind so verkrampft. Wenn wir die Qualität oder die Art der Fraktur sehen und sehen können, es handelt sich um eine einfache Fraktur, wir haben eine gute Chance, dass das Tier sich gut erholt davon und nicht zusätzliche Leiden hält, dann müssen wir uns sagen, da sollte man das Tier nicht schlachten, denn dieses Pferd muss nicht sterben. Also da müssen wir ein kritisches Urteil fällen und nicht einfach jedes Tier mit einer Fraktur muss abgetan werden. Ich glaube, da haben wir auch eine Pflicht. Für mich ist das eine ethische Frage. Eine der heikelsten Momente ist das Aufwachen des Pferdes. Instinktiv will es der ungewohnten Situation entfliehen. Bis es endlich steht, braucht es mehrere qualvolle Anläufe. Manchmal verletzen sich die Pferde dabei und machen das Ergebnis der Operation zunichte. In unserem Fall verlief alles glimpflich. Nachdem sie sich noch während 10 Tagen im Zürcher Tierspital erholt hatte, ist die Stute heute wieder gesund bei ihrem Besitzer, dem Metzger, glücklich entkommen. Weltweit führend in der Pferdeanästhesie ist zurzeit eine Frau. Frauen dominieren auch die Dressurwettbewerbe überall auf der Welt und gleiches gilt für Militärprüfungen. Frau und Pferd. Eine Beziehung, die in jungen Mädchenjahren beginnt. Pferd und Frau. Die Geschichte einer großen Liebe. Diese Liebe beginnt schon sehr früh. Die Mädchen schaffen sich eine Fantasiewelt, die von Pferden bevölkert ist. Die Spielzeugindustrie hat längst auf dieses Phänomen reagiert. Ganze Reiterhöfe sind im Verkauf. Sie kosten um die 100 Schweizer Franken und können mit Zubehör immer neu ergänzt werden. Auch im Zeitschriftenmarkt sind pferdeverrückte Mädchen eine interessante Zielgruppe. Das erfolgreichste von 4 Magazinen ist Wendy, seit 86 auf dem Markt, damals eine Monatszeitschrift. Heute erscheint Wendy 14-täglich. Pro Ausgabe werden 250.000 Exemplare abgesetzt. Was früher ein Privileg war, ist heute für viele möglich. Der Kontakt zum Pferd. Reitstunden sind erschwinglich und Reitschulen gibt es zu Dutzenden. Auf Mädchen üben sie eine magische Anziehungskraft aus. Über die Liebe der Mädchen zum Pferd wird viel spekuliert. Vor kurzem erschien eine Untersuchung des Psychologischen Institutes der Universität München zu diesem Thema. Danach faszinieren Pferde durch die Verbindung von Schönheit und Kraft. Aber auch dank ihrer Bereitschaft zur Unterordnung. Das Pferd ist einerseits Übergangsobjekt, also eine Art Kuscheltier, andererseits symbolisiert es die Männlichkeit schlechthin. Die Mädchen selbst wissen genau, warum ihnen gerade dieses Tier so gefällt. Ja, man kann einfach mit ihnen etwas unternehmen. Man kann mit ihnen lang ausreiten. Oder man kann sie richtig umarmen. Ein Hamster verdrückt man gerade.
Und ich finde es noch schön, dass man mit den Rosten muss man auch schauen, nach dem Sport noch. Im Fußball kann man in Ecken stellen oder in den Tennis legen. Das geht mit den Rosten eben nicht. Und man kann auch mit ihnen reden und man meint immer, sie verstehen uns. Auch neuere Statistiken zum Freizeitverhalten von Jugendlichen zeigen den altbekannten Unterschied. Während die Mädchen sich für Tiere und speziell Pferde interessieren, mögen die Jungen eher Fußball und Motorfahrzeuge. Gerade beim Reiten hat sich dieser Unterschied kontinuierlich zugunsten der Mädchen verschoben. Mitte der 60er Jahre waren zum ersten Mal mehr Mädchen als Jungen in den Reitvereinen und heute stellen die Mädchen 90%. Diese Zahlen gelten für Deutschland wie die Schweiz. Gegen Ende der Pubertät verringert sich der Unterschied wieder. In dieser Zeit hören viele Mädchen auf zu reiten. Andere Interessen oder der erste Freund stechen dann oft Pferd und Reitfreundinnen aus. Von einem Leben mit Pferden träumen viele Mädchen. Aber nur für wenige wird dieser Traum Wirklichkeit. Die jüngste aus der Zirkusdynastie Knie, Geraldine Knie, wurde in dieses Leben hineingeboren. Unterstützt von ihrem Vater führt sie als einzige Frau die ungarische Post mit 10 Pferden vor. Sie feiert damit Triumphe. Die Pferde und dann der Zirkus auch dazu. Für mich ist das einfach das perfekte Leben und ich bin wunschlos glücklich so. Jeden Morgen ist Probe im Zirkus Knie. Geraldine trat als 11-Jährige zum ersten Mal mit Pferden auf. Heute gehören ihre Nummern zu den besten der Welt. Viele denken, dass ich vielleicht dadurch, durch meinen Großvater und Vater, dass sie schon mit Pferden gearbeitet haben und arbeiten, dass es für mich irgendwie natürlich oder fast ein Zwang geworden ist, da hineinzuwachsen, aber es ist wirklich, dass es mein eigener Wunsch ist. Und für mich, ich könnte mir keine besseren Lehrmeister vorstellen als eben mein Großvater und mein Vater. Geraldines Pferd Bolero ist ein Geschenk ihres Großvaters. Freddy Knie Senior ist nach wie vor eine überragende Kapazität im Bereich der Pferdedressur. Sein Sohn Freddy Knie Junior führt die Tradition fort. Vater und Großvater sind Geraldines große Vorbilder. Mein Großvater hat das schon gemacht und mein Vater mit seinem Pferd, das er von meinem Großvater geschenkt bekommen hat, mit 17 Jahren hat er die hohe Schule geritten, aber ohne Zaum und ohne Sattel. Und das ist für mich mein Ziel jetzt mit Bolero. Aber wir müssen schon noch ein bisschen daran arbeiten. Die Wirklichkeit ist weniger glamourös. Wer sich beruflich den Pferden widmen möchte, kann in der Schweiz Reiterin, Reitlehrerin oder Jockey werden. In Deutschland gibt es die Ausbildung zum Pferdewirt mit den Schwerpunkten Reiten, Rennreiten, Trabrennfahren oder Zucht. Heute ist dies ein ausgesprochener Frauenberuf. In der Schweiz sind 85% der Lehrlinge Frauen. In Deutschland sind die Zahlen ähnlich. Für Männer scheint dieser Beruf weniger attraktiv zu sein. Die Arbeit ist hart, der 10-Stunden-Tag die Regel und vom Lohn könnte eine Familie nicht leben. Aufstiegsmöglichkeiten gibt es kaum. Um einen eigenen Reitstall zu eröffnen, braucht man Glück und vor allem Geld. Viele wandern denn auch ab in andere Berufe. Wer dabei bleibt, muss schon angefressen sein. Brigitte Bloch, Reitlehrerin in Zürich, mag ihren Job, weil sie die Arbeit mit Pferden mit dem Unterrichten von Kindern verbinden kann. Die sprichwörtliche Grobheit der Reitlehre hat ausgedient. Heute ist pädagogisches Geschick gefragt. Jetzt ist sehr gut. Die Tempo versuchen zu halten. Jetzt ist super so. Und jetzt wieder aussitzen. Jetzt müssen wir auch ein bisschen mehr Druck sitzen. Auch in dieser Reitschule zeigt sich wieder das gleiche Bild. Es sind Mädchen, die hier reiten lernen. Ob Beruf oder Freizeitsport, an der Basis finden sich heute fast ausschließlich Mädchen und Frauen. Im Spitzensport hingegen sind die Männer immer noch in der Überzahl.
Sieger und Europameister, die Equipe der Schweiz. Die derzeit beste Springreiterin der Welt ist Leslie McNaught Mendley. Mit zwei fehlerlosen Läufen holte sie an der Europameisterschaft die Goldmedaille für das Schweizer Team. Die Pflegerin des siegreichen Pferdes hat mitgefiebert. Obwohl nur wenige Frauen an die Spitze kommen, könnte der Reitsport ohne sie nicht existieren. Als dienstbare Geister arbeiten sie im Hintergrund. Die Betreuung der Ausrüstung und der teuren Pferde liegt in der Hand der Pferdepfleger, der Grooms. Sie werden von den Reitern direkt angestellt. Die Löhne sind nicht geregelt und dementsprechend tief. Die Arbeit ist anstrengend. Heute sind die Grooms meist junge Frauen, die offenbar besonders gut mit Pferden umgehen können. Auch sie waren einst pferdeverrückte kleine Mädchen. Es gibt so irgendetwas, ich mag, immer wenn man so auf Turnier kommt, das ist speziell. If you like it, you can be a groom rider all your life until you, yeah, you never get too old. Es ist schwierig, Geld zu verdienen, also gut Geld verdienen. Das ist so harte Arbeit und das ist nicht leicht. Leslie McNaught Mendley hat es geschafft. Sie ist ganz oben. Unzählige bleiben ihr Leben lang im Hintergrund. Warum? Es gibt viel, dass vielleicht durch Heirat nicht mehr in den Spitzensport will reiten. Oder auch, so wie ich sage, es ist viel Arbeit. Und es sind jetzt da, es sind ein paar Frauen dabei. Aber es gibt viele Frauen, die vielleicht aufhören, weil es für sie lange nicht gut geht. Und die Kämpfe, vielleicht haben die das Kampfgeist nicht gerade, dass die anderen das weitermachen haben. Dieser jungen Springreiterin fehlt es weder an Kampfgeist noch an Talent. Ihr fehlt bloß der Sponsor. Ohne diesen läuft im Reitsport aber gar nichts. Denn Spitzenpferde kosten Millionen. Reiten ist die einzige Sportart, in der Männer und Frauen in der gleichen Kategorie starten. Und offenbar bevorzugen Sponsoren immer noch Männer. Aber auch hier werden die Frauen ihren Platz erobern. Denn die Liebesgeschichte ist noch lange nicht zu Ende.